Der Orden des Phönix, eine Organisation gegründet von Albus Dumbledore zur Bekämpfung von Lord Voldemorts. Wenn diese Organisation wirklich zur Bekämpfung von Voldemort da war, warum hat der Orden des Phönix dann keine Horcruxe gesucht? Gute Frage. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir über den Orden des Phönix und die Jagd nach Horcruxen sprechen. Der Orden des Phönix ist ein Geheimbund, der ursprünglich von Albus Dumbledore im Jahre 1970 gegründet wurde. Der Zweck dieser Organisation war es, sich Lord Voldemort und seinen Anhängern den Todessern zu stellen. Diese Organisation kämpfte tapfer 11 Jahre lang gegen Voldemort und seine Anhänger, bevor Voldemort seine erste Niederlage erlitt. Nach dem ersten Zaubererkrieg löste sich der Orden auf. Doch als Voldemort 1995 zurückkehrte, nahm der Orden seine Aktivitäten wieder auf. Die Organisation besteht aus einer Vielzahl mächtiger Hexen und Zauberer, von denen jeder einzigartige magische Fähigkeiten besitzt. Doch eine Frage mag seltsam erscheinen. Warum hat der Orden Harry nicht geholfen, die Horcruxe zu finden? Eine Organisation voller mächtiger Auroren und Professoren hätte Harry und seinen Freunden sicherlich helfen können, oder etwa nicht? Nun lasst uns mal bei den Horcruxen anfangen. Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in den eine Hexe oder ein Zauberer einen Teil seiner Seele gepflanzt hat, damit dieser im Falle eines Zerstörungsangriffes auf deren Körper überleben kann. Das heißt, die Seele lebt in einem Gegenstand weiter, während dein Körper stirbt. Das ist aber nicht schlimm, weil die Seele hat überlebt und so wirst du quasi unsterblich. Das Erschreckende an der Herstellung eines Horcruxes ist, dass man dafür jemanden ermorden muss. Schon ein bisschen ironisch. Man muss jemanden ermorden, um seine Seele spalten zu können, um dann selber die Unsterblichkeit zu erlangen. Voldemort begann im Jahr 1943 mit der Herstellung seiner Horcruxe. Angefangen mit dem Tagebuch von Tom Riddle, das durch den Mord an der maulenden Myrte entstand. Danach fertigte Voldemort noch viele weitere Horcruxe an. Das Schwierige an Horcruxen ist, dass sie fast alles sein können, was es besonders schwer macht, sie zu finden. Solange die Horcruxe existierten, würde Voldemort weiterleben. Das bedeutete, dass alle Horcruxe gefunden und zerstört werden mussten, um Voldemort zu stoppen. Warum also wurde diese Aufgabe 3 Schülern überlassen? Warum hat der Orden des Phönix seine Stärke nicht genutzt? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich recht einfach. Der Orden wusste einfach nichts über die Horcruxe. Als Dumbledore Harry von ihrer Existenz erzählte, war dies ursprünglich nur zwischen Harry und Dumbledore. Dumbledore erzählte es außer Ron, Hermine und sich selbst niemandem. Doch es steckt noch mehr dahinter. Ein Gespräch zwischen Harry und Professor McGonagall am Ende des Halbblutprinzen verdeutlicht dies. Nachdem sie einen Blick auf Dumbledores Porträt geworfen hatte, machte Professor McGonagall eine seltsame Bewegung, als würde sie zweifeln. Dann wandte sie sich Harry mit angespannter Miene zu. Harry, sagte sie, ich würde gerne wissen, was du und Professor Dumbledore heute Abend gemacht habt, als ihr die Schule verlassen habt. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Professor, antwortete Harry. Er hatte die Frage erwartet und seine Antwort parat. Professor Dumbledore hat mir gesagt, dass ich während des Unterrichts niemandem außer Ron und Hermine davon erzählen soll. Es könnte wichtig sein. Das ist es, sagte Harry. Sehr wichtig. Aber er wollte nicht, dass ich es jemandem erzähle. Professor McGonagall starrte ihn an. Potter, sagen Sie. Harry registrierte die Verwendung seines Nachnamens erneut. Angesichts des Todes von Professor Dumbledore müssen Sie doch einsehen, dass sich die Situation etwas geändert hat. Professor Dumbledore hat mir nie gesagt, dass ich seine Befehle nicht mehr befolgen soll, wenn er stirbt. Aber worum ging es hier? Warum wollte Dumbledore nicht, dass jemand anderes von den Horcruxen erfuhr? Warum hat er es nur Harry gesagt und alle anderen im Unklaren gelassen? Er hätte doch wissen müssen, dass der Orden des Phönix eine große Hilfe für Harry gewesen wäre. Die Sache ist die, dass Dumbledore jede weitere Person, die von den Horcruxen wusste, als mögliche Schwachstelle betrachtete. Wenn die Existenz der Horcruxe irgendwie bekannt geworden wäre und Voldemort auch noch davon erfahren hätte, hätte er zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um sie zu schützen und seine Unsterblichkeit zu sichern. Doch Dumbledore wollte nicht noch mehr Leben in Gefahr bringen. Auch wenn Harry das erst am Ende erfuhr, wusste Dumbledore immer, dass Harry sterben musste, damit Voldemort besiegt werden konnte. Deshalb hielt er es für sicherer, dass Harry nach den Horcruxen suchte, weil er ohnehin zum Sterben bestimmt war. Natürlich gab es einen größeren Plan dahinter. Harry ist einfach nicht intelligent genug gewesen, um das zu erkennen, oder konnte nicht klar genug sehen. Das wurde ihm jetzt erst am Ende klar. Er hatte nie in Frage gestellt, dass Dumbledore ihn am Leben erhalten wollte.
Jetzt sah er ein, dass seine Lebensspanne davon abhing, wie lange es dauern würde, alle Horcruxe zu beseitigen. Dumbledore hatte Harry die Aufgabe übertragen, die Horcruxe zu zerstören. Und natürlich hatte er auch die Fesseln gelöst, die nicht nur Voldemort, sondern auch ihn selbst ans Leben banden. Es war geschickt von Dumbledore, nicht noch mehr Leben zu verschwenden, sondern die gefährliche Aufgabe dem Jungen zu übertragen, der bereits dem Tod geweiht war. Harrys Tod würde kein Unglück, sondern ein weiterer Schlag gegen Voldemort sein. Der einzige Grund, warum Dumbledore Harry erlaubt hatte, es Ron und Hermine zu erzählen, war, dass er dachte, Harry würde ihnen sowieso alles mitteilen. Harry wollte gerade gehen, doch dann kam ihm eine rasante Frage in den Sinn. »Sir, darf ich Ron und Hermine alles erzählen, was sie mir erzählt haben?« Dumbledore überlegte einen Moment und antwortete dann, »Ja, ich denke, Mr. Weasley und Miss Granger haben sich als sehr vertrauenswürdig erwiesen. Aber Harry, ich werde dich bitten, sie zu bitten, es niemand anderem zu erzählen. Es wäre keine gute Idee, wenn zu viel über die Geheimnisse von Lord Voldemort bekannt wäre oder vermutet werden würde. Nein, ich werde dafür sorgen, dass es nur Ron und Hermine erfahren. Gute Nacht, Sir.« Harry befolgte Dumbledores Anweisungen genau. Selbst als er von Remus Lupin am Gringotts Place befragt wurde, verriet Harry nie, um welchen Auftrag es sich handelte. Er bestätigte nur, dass er einen Auftrag hatte. Lupin und der Orden des Phönix waren natürlich neugierig, was Harry vorhatte und wollten ihm helfen, aber Harry wollte es keinem verraten. Lupin zögerte. »Ich verstehe, wenn du das nicht bestätigen kannst, Harry, aber der Orden hat den Eindruck, dass Dumbledore dir einen Auftrag erteilt hat.« »Das hat Dumbledore«, antwortete Harry. »Ron und Hermine sind daran beteiligt und sie kommen mit mir.« »Kannst du mir anvertrauen, worum es bei dem Auftrag geht?«, fragte Lupin. Harry blickte in Remus Gesicht und wünschte sich, er könnte eine andere Antwort von sich geben. »Das kann ich nicht, Remus, tut mir leid. Wenn Dumbledore es dir nicht gesagt hat, glaube ich nicht, dass ich es kann.« »Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest«, sagte Lupin und sah sehr enttäuscht aus. »Aber vielleicht kann ich euch trotzdem helfen. Du weißt, was ich bin und was ich kann. Ich könnte mit euch kommen, um euch zu schützen. Du müsstest mir nicht genau sagen, um was es geht.« Harry zögerte. Es war ein sehr verlockendes Angebot, aber er konnte sich nicht vorstellen, wie er die Mission geheim halten könnte, wenn Lupin die ganze Zeit bei ihnen war. Der Grund für Harrys Zögern, Lupins Angebot anzunehmen, war das Gefühl, dass er die Mission nicht erfolgreich ausführen konnte, wenn sie jemandem anvertraut war. Damit Harry die Mission erfolgreich durchführen konnte, durfte niemand davon erfahren. Dieses Risiko konnte er einfach nicht eingehen, egal wie sehr er deren Hilfe oder Gesellschaft genoss. Letztendlich war die einzige Person, der Harry quasi von den Horcruxen erzählte, Neville Longbottom, und das war kurz vor Ende des Zweiten Zaubererkrieges. Auf dem Weg zu Lord Voldemort hatte Harry das Gefühl, dass es immer drei lebende Menschen geben sollte, die von den Horcruxen wussten. Als er kurz vor dem Treffen mit Voldemort Neville traf, sagte er ihm, dass es wichtig sei, Nagini zu töten, da Voldemort sterben müsse, wenn Nagini sterbe. Harry sagte Neville erschrocken, »Du denkst doch nicht etwa daran, dich auszuliefern?« »Nein, Neville«, sagte Harry schnell, »es ist etwas anderes, aber ich könnte für eine Weile außer Sicht sein. Du kennst Voldemort und seine Schlange Nagini. Er hat eine riesige Schlange, die er Nagini nennt. Hast du davon gehört?« »Ja, ich habe davon gehört. Was ist damit?«, fragte Neville. »Sie muss getötet werden«, sagte Harry entschlossen. Dumbledore war im Wissen gestorben, dass noch drei Leute von den Horcruxen wussten. Jetzt würde Neville Harrys Platz einnehmen. Es würde immer noch drei Personen das Geheimnis kennen, nur für den Fall, dass etwas passierte und Harry die Gelegenheit bekäme, die Schlange zu töten. Aber im Grunde genommen, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, der Orden des Phönix wusste nichts von den Horcruxen und konnte deshalb auch nicht danach suchen. Sie haben Harry nicht irgendwie so eng befragt, weil sie wussten, dass Dumbledore ihm vertraute und haben dementsprechend auch Harry vertraut. Aber was denkt ihr darüber? Warum hat der Orden des Phönix nicht nach den Horcruxen gesucht? Denkt ihr, es gibt noch einen anderen Grund als den, den ich euch gerade verraten habe? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du weitere Fragen oder Anmerkungen hast zu diesem Thema oder auch anderen Themen, lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.